Freunde der Elektromobilität. Heute sind wir von der MF-Crew bisschen am Cruisen. Der gute alte Sven ist am Start vom Store in Lindau. Ist mit seinem ES500 unterwegs. Original Kubo G2 Pro, angepasst für Österreich. Bluetooth-Lautsprecher, schicke Griffe. Alles dabei. Läuft bei dir. Der gute alte Hausmeister Rudi ist auch am Start. Bin dabei. Rudi ist ebenso mit dem ES500 unterwegs. Neue Version, bisschen kleinerer Akku, 12,5 Ampere-Stunden. Merkt man auf jeden Fall an der Reichweite, 10 Kilometer circa Unterschied. Sven sein ist auch ein bisschen schneller, oder? So 10 km/h, glaube ich, fast Unterschied. Sind natürlich beide ordnungsgemäß begrenzt. Ich bin mit dem Kingston unterwegs. Neues Einrad. Erste Tour mit dem Einrad. Einfach geil, mal wieder auf der Maschine zu stehen. Das Ding hat einfach nur so viel Power, dass es einfach so Spaß macht. Dann ist der gute Wellibor am Start. Geschäftsführer Mikrofahrzeuge Wohnems. Ebenso mit dem Kingston. Da haben sie jetzt bei der neuen Charge hier hinten das in einer richtig geilen Farbe lackiert. Sieht so metallic-mäßig aus. Richtig nice. Viel geiler im Vergleich zum alten. Und natürlich der gute Punisher-Aufkleber darf nicht fehlen, ne? Ja, Mann. Und dann haben wir noch unseren Webmaster dabei, Kafungi. Mit dem Styrion. Die Dinger werden handgebaut in Deutschland. Ich glaube, die Rahmenteile und so werden in Italien gefertigt. Und sind auf jeden Fall echt qualitativ hochwertig aufgebaut. Hydraulische Bremsanlage, schönes großes Barfang-Display, Barfang-Motor. Ganze Geometrie ist geil gestaltet. Lenker in der Höhe, einstellbar, klappbar. Hinten haben wir die klappbare Achse, da kann man den Radstand verkürzen. Dann ist das Ding echt so ein kleiner Klotz zum ins Auto laden. Natürlich mit Vollausstattung. Das Ganze nennt sich jetzt Hybrid-Scooter. Hier mit diesen Fußpads kannst du entweder im Stehen oder im Sitzen fahren. Normalerweise gibt es noch eine gefederte Sattelstütze, die ist jetzt hier nicht drauf. Trotzdem, absolut heißes Teil. Location hier kennt man auch. Haben auch schon ein paar Videos gemacht. Romberg Areal hier. Hier ist einfach richtig entspannt zum Rumdüsen. Jo, wir fahren weiter, machen noch ein paar Aufnahmen. Viel Spaß! Ja.